Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Puraska Digilog. Heute wollen wir uns in erster Linie mit diesen Dingern hier befassen. Mit Elektromagneten. Mehr dazu nach der Intro. Bis gleich. Hallo, ich bin der Serge. Das letzte Mal habe ich ja gesagt, ich will mich jetzt dem Rangierbereich zuwenden wegen dem Entkuppeln und bin dann auf ein Problem gestoßen, nämlich dass meine ursprüngliche Planung völlig schief gelaufen ist und ich habe jetzt da neu geplant und das Problem gelöst. Ich will euch mal schnell zeigen, wie ich das lösen will. Zur Erinnerung, ich habe festgestellt, dass ich unmöglich Güterumschlag und Kieswerk alles auf eine Seite legen kann. Ich habe mir also als erstes eine neue Weiche besorgt und werde das Kieswerk dann auf der rechten Anlagenhälfte anlegen. Und dann habe ich den Güterschuppen genommen und verkürzt, ziemlich verkürzt. Und der passt jetzt eigentlich ganz schön auf dieses Teil hier. Und jetzt ist die Frage, was mache ich mit meinem Dörfchen? Ich muss gestehen, ich liebe mein Dörfchen. Und als ich das gebaut habe, habe ich natürlich nicht gedacht, dass ich irgendwann mal das Ganze wieder abreißen müsste. Und das wird auch sehr schwierig, weil das ist für die Ewigkeit verleimt und die meisten Bausätze sind Lasercut-Bausätze. Was ich also machen könnte, ist, ich könnte es abschneiden und da nach hinten verlegen. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist die, dass ich das Ganze auf den Berg setze, der dann irgendwann mal da kommen wird, und es dort verkürze. Auch hier müsste dann die Villa auf der linken Seite müsste dem Anlagenrand weichen. So, damit wäre das Problem mal behoben. Und jetzt also, wie gesagt, zu den Elektromagneten. Ich habe mich so ein bisschen umgeschaut und ich habe irgendwie nirgends was gesehen, was mir so richtig gefallen hat, Erklärungen. Und ich habe jetzt halt so ein paar Dinge zusammengekauft und habe angefangen zu testen und zu schauen, wie ich das lösen kann und was es da für Möglichkeiten gibt. Und ich denke, ich nehme jetzt euch einfach mal mit auf die Reise und zeige euch, was ich rausgefunden habe und wie das zum Schluss dann aussehen soll. Hoffentlich. Als erstes habe ich ein Testbrett aufgebaut, 20 mm Loch gebohrt und den Elektromagneten da reingestopft. Dann habe ich ihn an 12 Volt angeschlossen und dazwischen noch einen Drucktaster geklemmt. Und dann habe ich zwei Varianten ausprobiert, nämlich mit meinem Güterwaggon, den ich schon mal fürs Altern missbraucht habe. Naja, schön ist anders. Und zwar habe ich auf der einen Seite ein Metallplättchen angeleimt. Das kommt von Peco, ist für deren Entkupplungssystem gedacht. Und auf der anderen Seite habe ich einen Neodym-Magneten angeleimt oder Magnetchen. Das sieht man gar nicht, ist aber da und jawohl, und es hält. Ich habe auch keine Kosten gescheut, um euch zu zeigen, wie klein dieses Magnetchen wirklich ist. Und jetzt kommt der Test. Also der Elektromagnet zieht den Bügel an und die Kupplung geht hoch. Andererseits stößt der Elektromagnet den Neodym-Magneten ab und auch hier die Kupplung geht hoch. Funktioniert.
Was bei der ganzen Sache enorm wichtig ist, ist die Polarität, und zwar sowohl die des Neodym-Magneten als auch die des Elektromagneten. Wenn ich jetzt Plus und Minus am Elektromagneten vertausche, dann seht ihr jetzt gleich, was passiert. Der Bügel wird immer noch angezogen vom Elektromagneten, die Kupplung hebt sich. Und der Neodym-Magnet macht keinen Wank. Die Polarität der Neodym-Magnete habe ich nur zufällig rausgefunden und konnte den Zufall auch nicht für die Kamera wiederholen. Also nehme ich jetzt ein paar Magnetchen zusammen und einen großen Magneten und schaut, was passiert. In der Verlangsamung sehen wir jetzt sehr schön, dass sich nur die eine Seite zu dem Magneten hingezogen fühlt. Jetzt habe ich also einen Magneten verklebt und der muss als Modell dienen für alle anderen Magnete und Kupplungen. In der Verlangsamung seht ihr sehr schön, der Magnet, der will nur an die eine Seite des anderen Magneten ran, dreht sich an der Pinzette rum und saugt sich dann fest. Dann kann ich das Magnetchen markieren und an die nächste Kupplung ankleben. Jetzt will ich das Ganze auch noch an einer Lok ausprobieren. Nehme den Magneten und klebe ihn an der Kupplung neben dem Stift der Kupplung an. Und dann wird das Ganze mit Lok und Waggon getestet. Und mit etwas Hilfe funktioniert das Ganze dann auch. Dann wollte ich das Ganze noch mit einem Personenwaggon ausprobieren. Und übrigens, diese Magnetchen, die werden ja mit Superglue angeklebt. Und naja, es ist sicherlich sehr hilfreich zu warten, bis der Superglue völlig abgetrocknet ist, weil ansonsten gibt's Verzweiflung. Hilfe! Nochmal Glück gehabt. Kupplungen sind wieder getrennt und ja, es funktioniert. Euch ist natürlich nicht entgangen, dass die Kupplungen etwas schlapp ausschauen. Der Grund liegt darin, dass ich die Federn in den Kupplungen entfernen musste, auf dass der Elektromagnet sie hochheben kann. Ich habe dann diese eine Feder mal verkürzt, das funktioniert. Und dieses Prinzip vom Prototypen werde ich jetzt serienmäßig anwenden. Tja, und jetzt wartet viel Arbeit auf mich. Gleise verlegen, Kabel verlegen, Kabel anschließen, Stellpult herrichten und so weiter und so fort. Ich denke, ich mache jetzt mal filmisch eine Sommerpause und melde mich dann wieder, wenn es wirklich was zu berichten gibt über Fortschritte. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und vor allen Dingen bleibt gesund.